Herzlich willkommen zum 20. Teil Odyssey im Auftrag des Königs in der GFA-Version von Mudfreak. GFA-Version, ich nehme an, dass das die Gothic Free Aiming-Geschichte ist, also das freie Zielen, welches ich sowieso nicht angeschaltet habe. Also verbessert mich in den Kommentaren, falls das nicht so richtig ist, wie ich es gerade eben gesagt habe. Gut, es geht um die Zutaten für Seyan. Da habe ich mal nachgeguckt in dem Logbuch. Und da brauche ich 5 Feuerwurzeln, genau richtig, und Blutfliegen und eine Crawlerzange. Also Blutfliegenflügel und eine Crawlerzange, ja. Wo gibt's die? Also, da oben irgendwo, check, denke ich mal, da sind noch ein paar Sachen zu finden. Also. Ach ja, ich müsste euch noch mal zeigen, ob ich überhaupt schon was habe an Feuerwurzeln. Soweit ich weiß, Feuernessel, Feuerwurzeln, also haben wir das schon mal im Inventar drin. Was nur noch fehlt, hey, ist die Waldbeere, die ich jetzt versuche, durch das Gitter zu pflücken. Achtung, hey, klappt. Gelenkig, der Roland, gelenkig. Ja, und, ja, schön. Okay, machen wir uns mal hier besseres Bild von. Waldbärchen. Sehen ja aus wie Heidelbeeren, ne? Gut, okay. Raus aus der Ego-Perspektive. Wieder in die Third-Person-Geschichte drin. Ach ja, und ich zeige auch nochmal ganz gerne, dass man auch im Kampfmodus jetzt in der Ego-Perspektive fighten kann. Das Lustige ist, wenn ich jetzt einen Bogen nehme, Pfeil und Bogen, dann sieht man hier die Pfeilspitze. Wenn ich ziele zum Beispiel. Gut, okay, jetzt habe ich den Pfeil verballert, aber egal. gut. Das jetzt nur nebenbei. Wir wollen hier nicht abschweifen. Wir wollen Zutaten holen. Hier geht es nicht weiter. Doch, es geht. Hallo? So. Also, hier geht es irgendwo rauf. War ich der Meinung? Ah, ja. Lecker Waldbeeren. Jawoll. Oh. Weil hier war ja auch... Nee, ich glaube, ich bin auf der falschen Seite. Da hinten ist der Turm. Es gibt hier noch was. Da hinten ist der Turm, an dem ich mich mal vor etlichen Folgen mal gewagt habe, um Mitternacht die Goblins dort zu eliminieren. Aber die waren alle zu stark. Und ich habe auch noch nicht so die Kräfte. Da ist ein Schiff. Da waren wir. Da ist ein Schiff. Da sehe ich was. Da ist ein Schiff. Da ist noch ein Horn drin. Oder? Okay, ich bin jetzt ein Kundschafter, was auch immer das bedeuten soll. Ich habe auf der anderen Seite der Insel ein verlassenes Boot entdeckt. Wem mag es wohl gehören? Ja, wem mag es wohl gehören? Okay, dann hatte ich das hier noch nicht besucht, das Boot. So, hier gibt es ein Horn und hier gibt es eine Hornmuschel. Okidoki. Dann gehen wir mal wieder Richtung Turm. Und hoffen darauf, dass sie hier auf ein paar Blutfliegen und anderes Getier treffen, damit wir ein bisschen XP machen. Gucken wir erstmal, ob das Horn was kann. Das müsste eigentlich im unteren Bereich sein. Hier, jetzt habe ich sogar 2 Stück. Jawohl. Brass Sound. Wunderbar. Und weiter geht's. Waldbeere. Na, das ist eine schöne Anhöhe. So. Ein Heilpflänzchen. Noch eins. Da oben sind sie doch schon. Ja, Perfektor. Jetzt kann ich erstmal meine Blutfliegenflügel sammeln. Das werde ich im Nahkampf machen. Doch bevor wir das machen, speichern.
Ach so, da hat mich schon eine gewittert. Und da ist sie. Ja. Ey, nicht stechen. Ich habe mein Mückenspray nicht dabei heute. Gut, die braucht aber... Gucken, durch den Baum eventuell. Am Baum, um Baum herum. Oh. Ja. Die ist mir irgendwie zu hoch. Ich muss irgendwie auf gleicher Höhe mit der Blutfliege kommen. Okay, jetzt dürfen wir richtig zwei Blutfliegenflügel entnehmen. Euer Nesselchen. Mal gucken, was sich hier drin versteckt. Hier versteckt sich nichts drin. So, noch eine Blutfliege. Und da hinten noch eine, dann reicht das ja. Und Wölfe sehe ich. Na. So, jetzt haben wir die gleiche Höhe. Da kann man nämlich besser treffen. Denn gerade bei Blutfliegen, Hang aufwärts zu kämpfen, ist gerade falsch. Bei anderen Getier geht das besser. Also mein Tipp nochmal immer... Oh, jetzt hau nicht ab da über die Klippe, dann kriege ich deine Flügel nicht. Und zack. Und nochmal. Ah, nein. Jawohl, richtig. Oh, ein bisschen Schläge haben wir ja... Stiche haben wir ja einkassiert. Schläge einkassiert. Ja, dann schauen wir nochmal hier unseren Moskito hier nochmal an. Ja, da bist du. Ja. Komm. Downhill, please. Ja. Sollte ich hier während des Let's Plays auch mal stöhnen? So. Ja. Und. One hit. One hit. Ja. In der Rolle des Spaßmachers sehen Sie heute nicht jemanden, zu holen. Der keine Blutfliegen erledigen kann. Da ist nicht zu holen. Ohne selber Stiche. Oh, Wolf. Nee. Wolfgang noch nicht. Ich muss noch mal ein bisschen futtern hier. Okay, machen wir Brotzeit. So, Brotzeit. Mit einem schönen Brotburger. Gucken. Ah, was haben wir denn hier? Eine lustige Suppe. Saftiges Muschelfleisch. Oh, ach, ich bleib hier bei meinem Fleische. So, und eine Wurst dazu. Ah, lecker. Speichern nicht vergessen. Und uns an die Wolfgangs trauen. Die jetzt noch da hinten sind. Na, nehme ich doch hier mal ein bisschen Obst und Gemüse mit. Wo ist das Gemüse? Da ist das Gemüse. So, und da ist ja auch schon der Herr Wolfgang, der mich freundlichst mit einem Kleffer begrüßt und mich ganz schön... Nee, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, jetzt bin ich auch mal in dieser Folge gestorben. Aber dafür haben wir doch eigentlich die Blutfliegen jetzt geholt. Und auch die Flügel im Inventar, die es gilt für Saiyan zu bringen. Blutfliegenflügel, nochmal gucken. Da, 7 Stück. Perfekt. Was machen wir jetzt? Jetzt fehlen noch irgendwelche Zangen, also Minecrawler-Zangen. Da sollte es welche in der alten oder roten Mine geben. Ich weiß nicht, ob ich schon in der alten oder roten Mine war. Die ist ja beim Klaus. Ich denke mal, dass die das ist. Auf jeden Fall ist da eine Mine. Oder habe ich die Zange eventuell schon aufgehoben? Ich weiß es nicht. Weil in einer meiner Folgen war ich ja schon mal drinne. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das in der Uralt-Folge war. Oder schon in der neuen hier. 254. Gucken, ob sich hier noch was befindet. So, da ist ja unser Klaus. So. Achtung!
Ist das hier die rote Mine oder ist das die alte Mine? Ich weiß es nicht. Kommentare wären erwünscht. Also hier kann man auch die Laternen nochmal anmachen. Soll ich das mal machen mit der Fackel? Nö, es ist ja noch Tachel. Die mache ich an, wenn es nachts ist. So, ich werde merken, ob ich hier schon mal drin war. Weil da müssten ja noch irgendwelche Ingredienzien sein. Das sieht nach irgendeinem Eisenfels aus, aber da ist nichts. Ja, jetzt kann ich mich wieder erinnern. Hier lag nämlich was drin, also war ich hier schon drinne. Da geht's wieder raus. So, jetzt gehen wir nochmal durchs Inventar. Hab ich denn schon eine Zange? Wo fangen wir denn an? Keiler Fellschaftsschlüssel. Das sind die ganzen Schlüssels. So, weil ich weiß auch nicht hier in der Elhiba-Version, wie eine Zange aussieht. Habe ich noch nicht gesehen. Stängel Sumpfkraut. Schon wieder so viele Schlüssel. Hallo. Goldener Kelch, Federn, Verspitze. Da! Eine Zange. Achso, ist aber keine Minecrawler-Zange. Freudsche Fehlleistung, ja. Also soll es hier Minecrawler geben? Aber ich habe hier keine gesehen gehabt. Nee. Wo rennst du denn hin? Auf die Plätze, fertig. Nochmal Kundschafter. Ja! Der hat mich ja nur doof angeguckt. Der Ork. Moment. Kundschafter, zweiter Teil. Unglaublich, ich habe in der roten Mine einen Ork entdeckt. Okay, dann ist die rote Mine, dann weiß ich ja Bescheid. Ich muss Marbot unbedingt davon mal Meldung machen. Ja. Oh, es wird immer noch spannender. Was mache ich denn bloß? Der Ork ist irgendwie da. Der hat aber nichts gemacht. Warum macht er nichts? Der steht da. Okay. Kuckuck. Hallo, was los? Kratzt du nur deinen Arsch oder was? Okay, der scheint blind zu sein. Der riecht mich nicht, der sieht mich nicht. Na, das kann heiter werden. Ach, Moment, jetzt kommt er erst. Okay. Dann brauche ich auch gar nicht mehr hier weiter zu gucken. Jetzt muss ich nämlich die alte Mine finden. Und die habe ich noch nicht entdeckt. Wo könnte sie sein? Ich habe auch keine Vermutung oder sowas. Naja, raffen wir das mal. Also, ich mache einen kleinen Vorsprung. Oder skippe. So, nach ein paar Heilpflanzen und ein Wildschweinchen weiter bin ich jetzt wieder hier bei dem alten Goblin-Turm angelandet. Und da hinten sind ja auch Wölfe, die mich ja platt machten. Aber ich kann mich erinnern, hier war noch irgendwie lustig Versteck. Beziehungsweise Hidden Place. Ja, und zwar hier. Da wollen wir mal hin. Und holen uns Gold und Schriftrollen. Vielleicht können die uns helfen. So ein bisschen. Na gut, okay, Feuerpfeile. Das ist schön. So, da hinten ist auch noch. Nee, das ist Textur. So, hier geht das. Komme ich eigentlich hier wieder hoch? Weiß ich jetzt nicht. Nee, wage ich lieber nicht. Ah, hier ist doch noch Gold. So, er ist in die Knie gegangen. So, kann nur hoffen, dass der Wolf jetzt hier mich nicht natzt. Und Sprung weiter. Weil ich bin noch nicht stark genug, um die Wölfe zu eliminieren. Und ich habe übrigens auch noch einen Baumstamm wieder gefunden. In einer ganz gefährlichen Ecke. Voller Lager und Wildschwein und sowas. Ja, ich bin immer noch auf dem Weg zur alten Mine. Und ich werde mal wieder das Ganze skippen. Ja, willkommen zurück. Und zwar bin ich wieder zur roten Mine gegangen. Wie ihr hier seht. Und ich habe mich mal durch die Logbücher, Tagebücher durchgelesen und habe gesehen, Mensch, da hat es doch die ganze Zeit hier diese verschollene rote Mine gegeben. Und wenn ich jetzt hier mal so gucke, ich gehe jetzt mal in die Ego-Perspektive und versuche immer weiter reinzugehen, dann geht es da hinten ja weiter. Aber hallo,
Ja, und wie komme ich da rein? Indem ich einen Spruch anlege. Und zwar die Fleischschwanze. Die habe ich auf die 7. So, und jetzt verwandle ich mich als Fleischschwanze. So, da bin ich. Wunderbar. Dann gehen wir hier runter. So, aus der Perspektive der Fleischschwanze sieht das so aus. So richtiges hautnahes Bodenfeeling. Und da gibt es sehr viele schönes Lootkrams. Jetzt verwandeln wir uns mal zurück. Wir haben hier eine Fackel. Ring der Macht. Elixier der Geschicklichkeit. Gleich trinken. Werde ich gleich trinken. Moment. Schlüssel zum Hauptstollen in Athanos. Schwefel. Noch ein Schlüssel. Schwefel. Fackel. So. War's das? Das war es wohl. Jetzt gehen wir hier schön rein und wollen natürlich auch einen richtig schönen Geschicklichkeitstrank trinken. Jetzt mal gucken in der Eliva-Version. Elixier, jetzt habe ich 2 Stück. Der Geschicklichkeit. Oh, Geschicklichkeitsbonus. Ja, aber hallo, lecker trinken hier. Plus 3. Nochmal. Wo habe ich denn den her? Trank der Geschwindigkeit brauche ich erstmal nicht. Wie viele Sekunden? 2 Minuten sogar. Also 120 Sekunden. Dann hatte ich noch einen Ring der, Lebenskraft und Ring der Macht Stärke Bonus. Plus 4. Kann mir helfen. Hier habe ich Lebensenergie Bonus und Stärke Bonus. Ja, dann wird wohl der hier angelegt werden, nachdem ich den hier abmelde und den hier annehme. Das ist doch klasse. Gucken wir mal hier. 44 Stärke, 46 Geschick, 8, 13. Mhm. Wie wirkt sich das auf die Waffen aus? Habe ich irgendwelche Waffen, die... Ja, hier brauche ich natürlich viel mehr. Gut, okay, ich habe jetzt nur dieses grobe Breitschwert. Aber dafür etwas mehr Geschick und etwas mehr Stärke. Dann speichern wir das Ganze. Und dann... Upsala. Dann werden wir hier die Tür öffnen. Die Waffe anlegen. Und bemerken, dass hier rote Crawler drin sind. Oh, war ja. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Oh, der ist schon angeschlagen. So, immer schön hinter... Oh, das war nicht so eine gute Idee. Jetzt muss ich einen Serienschlag machen. Wow. That was too close. So, darf ich jetzt auch hier nur... Nicht zu holen. Ich dachte, ich könnte jetzt Crawler-Zangen ziehen. Warum denn nicht, bitte sehr? Das finde ich jetzt komisch. Mal kurz hier auf dem Stand speichern. Hä? Verstehe ich nicht. Womit denn? Okay. Keine Spitzhacke, na super geil. Wieso habe ich keine Spitzhacke? Hatte ich nie eine besessen? Womit denn? Da ist nicht zu holen. Na, gucken wir erstmal auf den Questeintrag. Und zwar Kundschafter. Okay, das war das. Paladinschwert. Irgendwie war doch noch was. Die rote Mine. Ich fasse es nicht. Ich bin tatsächlich im Hauptschollen der roten Mine gelandet. Mal sehen, wie viel Gold und Schwefel ich hier noch finden kann. Mhm. Aber ich brauche eine Spitzhacke. Also eine Pickaxe, oder wie das heißt. Und wie wir das machen, da seht ihr in der nächsten Folge. Nein, 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 das sage ich hier an der Stelle noch nicht. Was ich nicht verstehe, ist, warum ich... Nicht zu holen. Warum ich hier keine Zange ziehen kann. Hier steht ja nochmal, ich sollte Wenzel fragen wegen Schwefelabbau und Goldabbau. Das werden wir auch machen, weil in der Mumine komme ich hier nicht weiter. Weil den ersten habe ich erledigt, ich konnte keine Zangen ziehen. Vielleicht, weil es ein roter Minecrawler ist, weiß ich nicht. Deswegen geht's mal zurück zur Burg. Mal gucken, ob ich hier rauskomme. Nee. Vielleicht fehlt mir Manne. Das nicht ganz aufgeladen ist, das Manne. Feuernesselchen. Jetzt ist es ganz aufgeladen. Und. Jawohl. Das war natürlich wieder abenteuerlich hier. Gut, dass ich rausgekommen bin. Der Nachteil ist jetzt, ich habe jetzt keinen Fleischschwanzenspruch mehr. Das heißt also, der ist auch weg. Der Fleischschwanzenspruch.
So, auf zu Wenzel. Na. Open the door. Jetzt. Ah, manchmal tut's. Manchmal tut's nicht. Okay, Wenzel. Hey du. Ich habe es geschafft. Ich war im Hauptstollen der Roten Mine. Was? Du hast es wirklich riskiert und dir ist nichts passiert? Ja, ich hatte einfach Glück gehabt. Und bin auch gut wieder herausgekommen. Und die roten Crawler? Was war mit denen? Mit denen bin ich fertig geworden. Allerhand, Roland. Das hast du wirklich gut gemacht. Und? Gab es noch viel Gold? Gold und Schwefel. Aber ob man die Mine wieder in Betrieb nehmen kann, das wird auf jeden Fall nicht leicht werden. Dachte ich mir. Aber immerhin kannst du noch einiges an Gold und Schwefel holen. Du bist wirklich ein Glückskind, Junge. Und damit du leichter an das Gold und den Schwefel rankommst, werde ich dir jetzt beibringen, wie du besser schürfen kannst. Naja, viel weiß ich nicht mehr. Wenn man alt wird, vergisst man leider eine Menge. Aber ein bisschen weiß ich noch. Du musst es ja besser wissen. Also, gleichmäßiges Hacken bringt dich vorwärts. Nichts überstürzen, aber auch nicht beim Hacken einschlafen. Und schlag nicht immer auf die gleiche Stelle. Versuch, um Schwefel, Erz oder Gold herumzuarbeiten. Befolge das und bist auf dem Weg, ein wahrer Meisterbuddler zu werden. Mehr kann ich dir leider nicht beibringen. Aber jeder gute Buddler kann dir noch eine Menge vom Schürfen erzählen. Wenn du also mal einen Buddler triffst, frag ihn ruhig. Für ein bisschen Gold wird er dir sicher weiterhelfen. Ja, danke dir, Wenzel. Was habe ich denn eigentlich alles gekriegt? Also Gold auf jeden Fall, irgendwie 200 Gold und Spitzhacke immer noch nicht. Habe ich die verkauft gehabt? Kann ich mich nicht erinnern. Ja, okay, das war das mit Wenzel. Also, wie geht's weiter, frage ich mich. Überspringen wir mal das nächste. Jetzt bin ich mal wieder auf die Sean-Geschichte zurückgekommen. Ich habe nämlich noch gelesen, ich habe Sean endlich kennengelernt, warum nur alle so viel Angst vor ihm haben. Auf mich macht er keinen schlechten Eindruck, aber irgendein Geheimnis muss er haben. Vor allem, was treibt der Mann nur immer um Mitternacht? Tja, ich glaube, das sollte ich jetzt mal herausfinden. Und werde mich dann schlafen legen und zu Sean hochgehen. So, Seans Tür ist ja die oberste. Und da ist ein Bettchen. Dann werden wir mal bis Mitternacht schlafen und mal schauen, was das Sean so um Mitternacht treibt. Bis Mitternacht. Ups. Okay, jetzt wird's gespannt. Jetzt bin ich gespannt, was er macht. Hallo, Sean. Aha, er dreht am Runentisch. Gucken wir uns mal aus der Nähe an. Wow. Hey! Jetzt steht er im Runentisch. Okay, handeln kann ich schon mit dem, aber... Passieren tut nichts. Und eine Quest-Eintrag gibt's auch nicht. Vielleicht muss ich warten, bis das hier... Bis das hier zu Ende ist. Bis die Rune entstanden ist. Wie lange dauert das wohl? Ja, ist doch 0 Uhr 10. So, ich habe mich mal hier hingesetzt. Und der ist immer noch am Runentisch. Hallo. Sean, mach was. Es ist schon so spät. 0 Uhr 32. So, nachdem ich hier bis 1 Uhr 4 gewartet habe, tut sich immer noch nichts bei Sean. Vielleicht muss ich raus, rein, ich weiß es nicht. Oder woanders hin. Schade eigentlich. Das hat nicht geklappt. Wenn ich im Marbotzimmer schlafe und dann eventuell zu Sean hochgehe, vielleicht hat es ihn ja gestört, dass ich in seinem Bettchen geschlafen habe. Aber hier bei Marbot kann ich auch nicht pennen, weil er selber da drin liegt. So ein Mist. Was gibt's denn hier? Habe ich doch schon mal gemacht mit dem Badezuber, ne?
Baden beenden. Okay, habe ich noch nicht gemacht. Mana. Schön. So, jetzt gucken wir nochmal oben. Vielleicht hat er sich jetzt irgendwo... Nee, der steht da immer noch. Also, ich weiß auch nicht. So, auf ein neues. Und zwar habe ich nochmal neu geladen und werde mal bis Mitternacht schlafen außerhalb von Cerns Behausung. Dann wollen wir mal gucken, ob dann sich was tut. Und dann gab es noch eine Quest, als ich mit Wenzel gesprochen habe, das Schürfen. Habe ich aber leider nicht hier im Logbucheintrag gefunden. Genau, ist hier leider nicht drin. Jetzt gucken. Und wenn er jetzt wieder gleich eine Rune kreiert, dann... Ja, toll. Tja, da ist noch irgendwo... Habe ich irgendwo wahrscheinlich noch was vergessen. Aber dann verstehe ich den Logbucheintrag nicht. Der da heißt... Bei Cern, Alchemist. Das weiß ich leider nicht. Da unten steht ja... Was treibt der Mann nur immer um Mitternacht? Ja, da hat einer gegähnt. Gute Idee. Was machen wir denn dann? Wir werden zu Marbot gehen, weil ich ja diesen Ork in der alten Mine gesehen habe. So. Jawohl. Marbot, rise, rise, aufstehen. Wir haben einen Ork auf der Insel. Verdammt, was ist los? Ich habe in der roten Mine einen Ork entdeckt. Was? Du warst in der roten Mine? Ich hatte doch jedem verboten, die Mine zu betreten. Aber halt, was sagst du? Du hast einen Ork gesehen? Hier auf Athanos? Und gar in der alten Mine? Du hast wohl zu viel getrunken, oder was? Ganz bestimmt nicht. Ich habe dort wirklich einen Ork gesehen. Ha, das kannst du deiner Großmutter erzählen, Waffenknecht. Ich glaube dir kein Wort. Ich weiß zwar nicht, was du gesehen hast, einen Schatten oder wer weiß was. Aber auf keinen Fall ein Ork, das ist unmöglich. Wenn einmal Orks nach Athanos kommen, dann kommen sie mit einer Armee und mit einer großen Flotte. Ein einzelner Ork würde sich niemals auf Athanos wagen. Ja, okay, der glaubt mir das also nicht. Das ist nicht zu fassen. Also, ich habe Marbot berichtet, dass ich in der Roten Mine einen Ork entdeckt habe. Der glaubt mir kein Wort. Ich muss wohl den Ork töten. Und Marbot dessen Waffe bringt, damit der Kommandant mir Glauben schenkt. Ja, das ist ja toll. Wie soll ich denn das jetzt wieder hinkriegen? Oh Leute, das ist echt eine Odyssee. Ne? Also das Spiel ist rein, ist Programm. Ach, gucken wir mal, ob ich nochmal baden kann. Gucken. Ah, herrlich. Baden beenden. Mana plus 5, Erfahrung 100. Okay. Erstmal zur Ruhe gehen. Schlafen bis zum nächsten Morgen. Und dann werden wir weitersehen. Einmal beten. Für 100 Goldstücke. Perfekt. Stärke 1. Das bringt mir doch ein bisschen... Ja, 45. Gut, okay. Ja, so kann man auch ein bisschen Stärke skillen. Der Bock ist immer noch unsichtbar und der Schaf sollte mal aus dem Weg gehen. Jetzt gehe ich mal zurück zur roten Mine. So, noch ein Versuch und zwar mit einem anderen Trick. Ich habe mal erstmal was auskundschaftet. Mal gucken, ob dieser Trick funktioniert. Hallo Ork, huhu, bemerke mich. Hallo. Uhu. Jetzt. So. Ganz schnell raus. Und sowas von schnell raus. Der ist ja, glaube ich, ein Tucken schneller als ich. Oh, Funktion nuckelt nicht. Kommt mir nicht nach. Aha. Okay. Jetzt kommt er. Mist. Ich dachte, der bleibt da stehen, macht diesen Moonwalk-Kram. Genau, richtig. Genau, jetzt mal großen Abstand zu ihm gewinnen.
bisschen durch die Gegend springen. Und jetzt hier wieder hin. Hier hochklettern. Fallen Bogen ziehen. Da ist er. Ja, es klappt! Oh, da gehen aber Pfeile drauf, Alter. Okay. Lustig, die Pfeile stoppen kurz vorm Ork. Schön. Oh! Das glaube ich jetzt nicht. Der hat mich gerade eben... Das klappt auch nicht. Aber wir sind ein bisschen weitergekommen. So, auf ein neues. Nachdem ich zigmal probiert habe, den Ork zu bekämpfen, was mir auch teilweise gelungen ist. Wache. Aber, ja los. Wie ihr Wache. Gesehen habt, oder wie ihr jetzt seht, ist der Klaus dabei, hoffentlich den Ork mit zu eliminieren. Wo ist... Ah, jetzt sehr gut. Oh nein! Bleib doch mal da. Das ist jedes Mal anders. Ja, ja, genau, richtig. Jetzt hat er ihn. Oh Mann. Warum muss das immer alles so knapp sein? Oh. Alter Schwede, da ist die Kuschpack. Da oh. ist nicht zu holen. Da ist nicht zu holen. Okay, der hat die 9 Gold von ihm geklaut. Gut, okay. Ich weiß das, weil ich nämlich vorher schon den Ork vernichtet hatte. Das geht ja um die Ingredienzien von Cern, die wir da noch brauchen. Das sind auch die letzten. Und zwar werden wir da eine Minecrawler-Zange finden. Da waren sie doch schon. Und Goldbrocken, Goldbrocken, bisschen Butlerfleisch. Und da gab es auch noch ein paar Pilze. So, dann haben wir das nämlich auch erledigt. Und da bin ich ja endlich mal so glücklich. So, also, auf zum Marbot. Waffe zeigen, Seans Ingredienzien geben für die Rune. Und dann ist soweit. Teleport zur Burg. Zippalot. So, Marbot, du willst mir nicht glauben, jetzt zeige ich dir mal gleich, was eine Crush-Pack ist. Ich habe den Ork, der sich in der roten Mine versteckt gehalten hat, getötet. Hier ist seine Waffe. Bei Innos tatsächlich. Eine Ork-Waffe. Du hattest also recht. Unglaublich, wirklich unglaublich. Dieser Ork könnte ein Kundschafter aus Myrtana gewesen sein. Dann müssen wir wahrscheinlich schon bald mit einer Invasion rechnen. Vielleicht ist es aber auch nur ein Schiffsbrüchiger, den es aus Versehen auf unsere Insel verschlagen hat. Wie dem auch sei, wir müssen herausfinden, wie der Ork auf unsere Insel gekommen ist. Wenn der Ork aus Myrtana kommt, wird er höchstwahrscheinlich mit einem Boot hergekommen sein. Such es! Wenn es dieses Boot gibt, dann wissen wir auf jeden Fall, dass der Ork aus Myrtana kommt und ein Spion ist. Ich habe ein Boot entdeckt, das auf der anderen Seite der Insel versteckt liegt. Mit diesem wird der Ork höchstwahrscheinlich nach Athanos gekommen sein. Bei Innos, also war der Ork tatsächlich ein feindlicher Kundschafter. Wir müssen also damit rechnen, schon bald von den Orks überfallen zu werden. Aber das hatte ich euch ja immer gesagt. Ihr aber wolltet mir ja nie glauben. Jetzt haben wir den Beweis. Die Seefestung Athanos hat nun mal eine große strategische Bedeutung. Das wissen auch die Orks. Naja, vielleicht wird auch gar nichts geschehen. Immerhin konnte ich ihren Kundschafter ja unschädlich machen. Vielleicht, aber sie werden ihn vermissen. Wie dem auch sei, wir werden auf jeden Fall gerüstet sein. Durch deine herausragende Tat hast du möglicherweise uns alle vor der sicheren Vernichtung gerettet. Daher sollst du eine besondere Belohnung haben. Nimm dieses Gold als zusätzlichen Sold und diese Heiltränke. Du hast es dir redlich verdient. Na herrlich, 500 Gold und 5 Gegenstände. Ja. Warte noch. Die Tatsache, dass sich ein Ork in den Minen aufgehalten hat, bringt mich zu folgendem Entschluss.
Ab heute soll der Eingang der Mine bewacht werden, damit niemand sie mehr betreten kann. Und wer soll die Mine bewachen, Kommandant? Momentan fällt mir niemand ein. Oder hast du einen Vorschlag, wer dafür am besten geeignet ist? Wenzel? Herbert? Gunther? Oh Gott! Wen soll ich denn da nehmen? Herbert, der haut immer drauf. Herbert, wenn der Wache schiebt, traut sich bestimmt keiner mehr in die Mine. Gut, dann sag ihm, dass er fortan am Mineneingang Wache zu schieben hat. Okay, das werden wir in der nächsten Folge machen. Ich bedanke mich für euer Zusehen, gebt mir einen Daumen, schreibt Kommentare, wie hat's euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ach ja, und natürlich frohe und besinnliche Weihnachtsfeiertage. Ciao.